Gut, dann freue ich mich, Xaver Weibel begrüßen zu dürfen. Er ist CEO von DV Bern. Die DV Bern ist sehr engagiert im Verwaltungsumfeld und er wird uns kurz seinen Weg erklären vom OSS-Konsumenten zum OSS-Lieferanten. Ja gut, auch ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Präsentation. Ja, wenn ich unsere Geschichte erzähle, ist es wichtig zu sagen, wo wir herkommen. Die DV Bern ist bereits eine alte Dame. Uns gibt es seit 1977, noch lange vor dem Internet. Der erste Webauftritt, welcher ich von uns gefunden habe, aus dem Jahr 2000. Ich glaube, die Eltern von euch wissen noch, für was DV steht oder stand, für Datenverarbeitung Bern. Heute steht DV Bern für Digital Value. Das ist der aktuelle Webauftritt. Und ja, was wir machen, wir beraten, wir entwickeln und wir betreiben unsere Softwarelösungen in unserem Rechenzentrum. Und das Kerngeschäft unserer 200 Mitarbeitenden ist seit eh und je die Softwareentwicklung. Und wie wir initial gehört haben, auch wir nutzen seit eh und je Open Source Lösungen. Aber bis vor 8 Jahren haben wir nie etwas zu Open Source beigetragen. Ja, wieso eigentlich? Wir hatten so bei uns so 2 Generationen, 2 Lager, die jungen wilden Pioniere, die mit Open Source aufgewachsen sind, die sehr gerne etwas an die Community beigetragen hätten, die auch in Bewerbungsprozessen haben wir gemerkt, das ist ein Wunsch. Auf der anderen Seite hatten wir auch eine ältere Generation, die auch keinen Business Case sah in diesem und die eben etwas skeptisch reinschaut. Und ja, sind wir ehrlich, wir müssen schlussendlich die Löhne zahlen, das ist wichtig, wir wollen auch Geld verdienen. Und das war so, so sah die Situation vor 8 Jahren aus. Dann ein auch wichtiger Punkt für die DV Bern. Bei uns steht wirklich die Fachlichkeit im Zentrum. Das heißt, wir haben ein paar Bereiche, zum Beispiel die Steuern, wo wir uns strategisch behaupten möchten und wo wir dann uns Schritt für Schritt versuchen auszubreiten. Ja, vielleicht kurz etwas zu mir. Mein Name ist Xaver Weibel. Ja, was ich immer gern gemacht habe und noch heute, ist das kreative Gestalten von Neuen, Vereinfachen von manuellen Arbeiten und Prozessen. Das habe ich zuerst als Entwickler gemacht, später als Projektleiter, Product Owner und heute als CEO. Und wenn ich Zeit habe, bin ich auch heute noch ab und zu mal ein paar Zeilen Code am Schreiben. Ich habe bei der DV Bern ziemlich genau auf den Tag genau vor 10 Jahren gestartet. Da kam die erste Kundenanfrage zu mir. Das war damals eine große Kita-Organisation. Diese hatte eine Software im Einsatz, mit welcher sie Kita-Kinder administrieren konnten und Rechnungen stellen konnten. Sie brauchten aber ein Tool, wo sie die Belegungen und das Personal optimieren können, weil da liegt wirklich der wirtschaftliche Hebel. Ob wir da helfen konnten, klar konnten wir. Und wir haben damals schnell gesehen, dass das Kita, der Case, der ist überall omnipräsent in der Presse. Es gibt zu wenig Plätze, zu teuer. Dann der Fachkräftemangel, der kommen wird. Jetzt ist er definitiv da. Auch die Babyboomer, die in Pension gehen, das wird noch stärker werden. Deshalb haben wir uns damals gesagt, hey, aus dem Projekt bauen wir ein Produkt, das heißt KitAdmin, das Tool für die kinderleichte Kita-Administration. Ja, und das heißt eigentlich, wir hatten jetzt eine neue Fachlichkeit, nämlich die Kinderbetreuung und eine Kita-Lösung. Und kurz darauf hat dann die Stadt Bern eine Lösung ausgeschrieben für die Verwaltung und Administration von Betreuungsgutscheinen.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Betreuungsgutscheine sind. Betreuungsgutschein ist ein Subventionsmodell, bei welchem die Eltern von der Gemeinde oder dem Kanton einen einkommensabhängigen Gutschein erhalten, der sie dann in der Kita oder Tagesfamilienorganisation ihrer Wahl einlösen können. Ja, das war genau diese Kachel hier, die Stadt Bern hat dieses Modell, das Modell der Betreuungsgutscheine, damals für den Kanton als Pilotprojekt getestet. Und wir waren eigentlich überzeugt, dass der Kanton auch auf dieses Modell aufspringen wird. Und deshalb war uns von Anfang an sehr wichtig, wir wollten dieses Projekt unbedingt, oder diese Ausschreibung unbedingt gewinnen. Am liebsten hätten wir damals, ja, das aus Investition gemacht und die Lösung im SaaS-Modell angeboten. Dies war damals leider nicht möglich. Trotzdem, wir haben ein gutes Angebot gemacht, wir haben gewonnen und wir haben mit der Entwicklung gestartet. Und irgendwann während der Entwicklung kam plötzlich die Meldung, hey, ihr müsst jetzt die Lösung als Open Source machen. Das damals Matthias Stürmer, der auch hier ist, hat einen Vorstoß gemacht, dass die Lösung in der Stadt Bern Open Source sein müssen. Und klar, die Reaktion war genau diese hier. Wir hatten die Jungen, die gesagt haben, oh cool, endlich können wir etwas Open Source machen. Die Eltern, die gesagt haben, oh, die haben nur Aufwand gesehen. Wir haben dann aber schnell auch gemerkt, hey, Open Source gibt uns auch Chancen. Wenn wir das jetzt für die Stadt machen, der Code ist dann verfügbar, dann können wir diesen Potenzial auch anpassen und anderen Gemeinden oder Kantonen anbieten. Ja, aber wie ich anfangs auch gesagt habe, wir haben das noch nie gemacht. Wir haben noch nie Open Source gemacht. Wir wussten nicht, was das genau bedeutet. Und wir haben da auch mal gesagt, hey, halt. Was heißt eigentlich dieser Entscheid für das Projekt? Da gibt es ganz viele Fragen, die geklärt werden mussten. Wir nutzen beispielsweise Libraries, Code, welcher uns gehörte. Ja, was machen wir mit denen? Wie gehen wir damit um? Wo wird die Lösung publiziert? Unter welcher Lizenz wird die Lösung publiziert? Und ja, was hat das für einen Impact auf die Entwicklung? Und das war ein großer, weil einen Code öffentlich zu stellen, das heißt auch irgendwie die Hosen runterzulassen. Die Entwickler hatten plötzlich auch Angst. Vielleicht steht noch irgendwo im Code ein Kommentar, ja, das sollte man eigentlich nicht so machen. Oder das hatten wir alles und da, oder personalisierte Testfälle, im schlimmsten Fall sogar Passwörter, die noch irgendwo in einem Repository sind. Oder wie gehen wir damit um? Ja, wir haben damals für diesen Mehraufwand das geschätzt. Dies dann auch, konnten wir dann auch umsetzen. Im Nachhinein kann ich sagen, ja, der Aufwand dazu war um ein Mehrfaches größer, als wir das geschätzt haben. Aber trotzdem kann ich heute sagen, aus der jetzigen Sicht, ja, das Ergebnis passt. Und das möchte ich kurz vorstellen. Ja, wir haben da mit Kitax das erste eGov-Projekt der Stadt Bern erfolgreich abgeschlossen innerhalb der geforderten Zeit. Wir hatten als DV Bern das erste OSS-Projekt erfolgreich abgeschlossen. Wir haben damals alle unseren Libraries, die internen Libraries, auch veröffentlicht. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, wir haben dann auch intern eine Open-Source-Strategie gemacht, ähnlich wie zuvor. Wir haben uns überlegt, ja, welche Lizenzen nutzen wir wo. Wir haben Checklisten gemacht. Und seit da haben wir diverse Lösungen Open-Source publiziert und bei ersten war der Aufwand immens, aber dann wurden wir von Lösung zu Lösung schneller. Ich bin zu 100% überzeugt, dass wir dank Open Source eine bessere Codequalität haben. Und ja, wir haben innerhalb der DV Bern wirklich das Potenzial von Open Source erkannt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und vielleicht haben wir genau wegen diesem Open Source Stellung dann auch unsere Vision irgendwie leben können. Es war nämlich so, dass dann der Kanton hat gesagt, ja, wir wollen auch auf das Gutscheinmodell wechseln. Der Kanton hat gesehen, da gibt es Code, wo man aufbauen konnte. Das haben wir gemacht. Wir konnten die Lösung sogar als SaaS-Lösung anbieten. Und da sind wir dann eigentlich wieder bei diesem initialen Wabe, wo ich vorgestellt habe, wir haben die Gutscheine für Stadt Bern gemacht, basierend auf demselben Code für den Kanton, haben das ergänzt mit der Tagesschulanmeldungen und es sind dann weitere Mandanten oder Kantone und Gemeinden hinzugekommen und wir hoffen, dass diese Story noch weiter geht. Und heute, wenn ich wieder diese beiden Gesichter anschaue, blicken beide zuversichtlich und ja, sind wirklich, sehen eine Chance im Open Source. Und ich möchte die Situation oder die Folie Präsentation beenden nochmals mit dieser Slide Public Money, Public Code. Ich bin wirklich überzeugt, dass alle von dem profitieren können. Also die Gemeinden hier in diesem Fall, Kantone, die können auf eine Lösung aufbauen, die es bereits gibt. Wenn wir an dieser Lösung etwas ändern, können alle profitieren. Und wir als Anbieter haben auch die Möglichkeit, dass wir im Markt wirklich diese Dienstleistung anbieten können. Und ich freue mich auf mehrere Open-Source-Projekte und ich bin auch froh, dass diese Gesetzlichkeit eingeführt wird und bin damit am Ende der Präsentation.